Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal als Reiter. Wir sind in Folge Nummer 19 von Simotrans mit dem Comic-Pack. Und wir sind hier, um zum Beispiel dieses Fahrzeug von der Strecke zu nehmen. Und das müssen wir noch ein bisschen gucken bei den anderen, weil wir da ja den Zug gebaut haben in der letzten Folge. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass wir einen zweiten vielleicht da schon einsetzen müssen. Das gucken wir uns alles gleich nach dem Intro an. Ne? Bis gleich. So, also den haben wir gerade schon den Befehl gegeben zum Ausmustern, das passt schon mal. Und jetzt müssen wir gucken, da gibt es vielleicht noch die eine oder andere Kutsche mehr, die wir auch runternehmen müssen, damit die jetzt alle mit dem Zug fahren. Da ist noch einer, der fährt jetzt Fahrzeugdetails, den werden wir auch runternehmen, weil die sollen alle mit dem Zug fahren jetzt. Über Bayreuth will ich. Ettlingen sind 6 Stück, die kommen dann mit dem Zug weiter. Und wie sieht das hier aus? Sind da noch welche drauf? Ich glaube, das müsste nicht mehr unbedingt sein. Nee, das haben wir schon runtergenommen. Also passt das schon. Wittig wird schon anders angefahren und da stehen auch schon Passagiere, aber die wollen gerade alle nach Bayreuth und nicht nach Bünde oder Ettlingen. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier aussieht. Bayreuth, Wittig, Bayreuth, Ettlingen, ne, da sind noch welche. Das passt dann erstmal noch. Okay. Ich hoffe, die sind nicht gleich weg, wenn die Kutsche weg ist, ne? Beziehungsweise hier. Und hier die 772 wollen in die Richtung. Das heißt, das ist auch schon hier. Der Zug, wenn der wegfährt, ist der schon voll. Wo ist denn der andere Zug? Ah, kein Zug da. Doch, da unten fährt er. Ist der voll? Bestimmt, ne? Ne, 25 nur. Aber der fährt schon nach Ettlingen und nach Bünde, Passagiere und Wittig. Ist sowieso gerade dran, ne? Aber definitiv bedeutet das, dass wir noch einen Zug draufsetzen sollten. Und hier sind da noch Sachen. Ne, da ist doch hier sind noch. Ah, die brauchen sie auch nicht. Können wir auch wegmachen, eigentlich hier die Kutsche, ne? Fahrzeugdetails. Oder. Nee, der ist ja nicht da abgedeckt. Nee, die müssen noch fahren. Aber da fahren zwei und ich glaube. Da fährt niemand gerade durch die Gegend. Ich glaube, wir mustern einen davon den beiden aus. Weil ich glaube, dass der zweite. Ach, da sind sogar drei drauf. Dann mustern wir den auch noch aus. Weil ich glaube, einer reicht da vollkommen aus, ne? Das wird schon werden. Wenn denn da welche sind. Das ist zwar Minusgeschäft, aber hiervon werden die dann da schon hin werden. Die fahren alle in die Richtung, das sieht erstmal gut aus und einer fährt auch tatsächlich hier hin. Kommen welche rüber? Nee, kommen nicht. Fahren welche zurück? Ja, 16, okay. Stehen denn hier welche mittlerweile? Gütersloh, zwei Brücken, Gütersloh. Nee, auch nur die eine Richtung. Naja, wird schon mit der Zeit werden, denke ich mal. Oh, hier stehen 18 Passagiere, keiner will nach Bayreuth oder so. Schade. Wie sieht es hier in zwei Brücken aus? Auch nicht in die Richtung. Ah, das ist ein bisschen doof. Da ist keiner drin. Die Kirche wird zwar bedient, aber es will keiner hin. Gucken wir gerade in Gütersloh. Da steht keiner für die andere Seite. Die wollen alle nach Gütersloh zum Hauptbahnhof. Und hier, ja, die wollen wahrscheinlich auch nach Lüneburg nur, ne? Da fährt auch keiner auf die andere Seite. Weiß ich auch nicht. Müssen wir gucken. Wir wollen aber einen zweiten Zug machen auf jeden Fall. Der ist ja hier. Und dafür brauchen wir einen Lok. Und dafür brauchen wir Passagieranhänger. Und dann sollte der jetzt hier Bayreuth, Willig, Bünde, Ettlingen. Das ist der und der fährt jetzt auch. Und der fährt wohin als erstes? Ich hoffe hier runter, dann ist alles gut. Verlässt Depot. Fährt erstmal nach Bayreuth zum Rathaus. Und ich hoffe, der fährt dann auch zum Hafen. Kann ich das sehen? Müsste ich eigentlich fahrplanmäßig sehen, wo er lang fährt, oder? Nee. Doch, da unten. Dann Bayreuth-Waldhafen fährt er. Okay, das ist, glaube ich, richtig. Dann fährt er erst nach da unten und dann kommt er schon hin. Dann sind die nicht ungefähr zeitgleich. Das ist wichtig. Der andere müsste jetzt schon hier fast angekommen sein. Ja, sieht auch gut aus. Bünde, Bayreuth, Bayreuth. Okay. Dann sind wir hier erstmal auf der Seite gut versorgt, denke ich. Jetzt gucken wir uns die andere Seite an. Beziehungsweise wir können mal erst da oben auf die Karte gucken, was macht Willensdorf.
Wilnsdorf hat hier einen Hafen, wo 9 Passagiere nach Schwandorf stehen. Okay. Hier gibt es keine wartenden Gäste. Was macht die Kutsche? Die ist, glaube ich, gerade weggefahren, ne? Nee, kann ich nicht erreichen da mehr. Dann müsste sie hier sein. Ja, ist sie. Und sie hat auch 6 Passagiere. Was steht denn hier an der Burg? Da stehen auch nochmal 6 Passagiere. Ja, die eine Kutsche. Da sind 2, sehe ich gerade. Aber das ist erstmal okay hier. Und die fahren ja auch alle weg nach Schwandorf. Das war hier irgendwo, ne? Ja, da ist Schwandorf. So, wie sieht's denn in Schwandorf aus? Hier stehen 14 Passagiere, Wilnsdorf und Schwandorf. Das ist also nach da hinten und Schwandorf Rathaus ist hier. Kutsche geht. Wie sieht's hier aus? Lippstadt über Erlangen. Also Lippstadt ist da lang, ist klar, Erlangen ist nach da hinten, glaube ich, 2 Hafen, ne? Also das ist auch okay. Sitzen hier welche drinne? Nein, da sind keine drinne. Also diese Verbindung ist vielleicht nicht so lukrativ, oder? Weiß ich auch noch nicht. Müssen wir mal gucken. Hier ist niemand drauf. Hier sitzen 6 drin, die nach Lippstadt wollen. Okay. Wie viele stehen in Lippstadt? 9er. Die hier weg wollen. Da ist noch das zweite Schiffchen. Wie viel hat der denn geladen? Keinen, auch schlecht. Ja, 2 Schiffe ist dann doof, ne, oder? Lass mal, wird bestimmt besser werden. So, gibt's denn schon ein Schiff, was von da nach da fährt hier? Hier ist auf jeden Fall einer drauf. Mit 8 Passagieren. Über Erlangenwald. Das ist hier, okay. Und da unten ist auch noch einer. Der hat sogar 16. Okay, hier tut sich's ausgehen erstmal, ne? Hier stehen aber auch schon die nächsten 9, aber die wollen über Schwandorf. Das ist noch eine andere Linie. Wie sieht's hier mit den Kutschen aus? Niemand drinne. Niemand drinne. Das ist schlecht. Wie viele stehen hier? Niemand. Auch schlecht. Und hier? Ah, da sind gerade Kutschen unterwegs. Hat denn der da Passagiere? Ja, 3, okay. Ja, es funktioniert hier, aber naja, irgendwann wird es auch besser werden. Das hatte Tante Mimi ja auch schon geschrieben, ne? Diese Strecke ist natürlich urslang, ne? Ist voll, ne? Und wie viel stehen hier? Nochmal 9. Vielleicht sollten wir da noch. Ja, eigentlich müsste da auch ein Zug hindern, ne? Weil das hier wird ja auch schwierig sein, ne? Hier steht niemand. Und wie viele stehen hier? 16 Passagiere, wir nennen ein Rathaus. Also die, na, das heißt, da muss erstmal eine Kutsche hin. Da bringen wir erstmal noch eine Kutsche auf den Weg. Was war das jetzt? Winnenden, Erlangenwald, via Kirche. Starten. Genau, und dann können wir hier mal gerade reingehen und diese Linien löschen. Und die auch, weil da ist ja auch keiner mehr drauf, ne? So, die anderen werden noch befahren, dann passt das. Gut, die Kutsche kommt da jetzt raus, fährt hoffentlich, ja, ist eigentlich egal, wo sie hinfährt. Sinnigerweise würde sie erst nach dem Rathaus fahren. Macht sie natürlich, dann ist alles richtig. Gut, dann haben wir das auch erledigt. So, was macht Friedrichsdorf? Das war noch so ein Teilstück ohne Zug. Da stehen schon 27 Passagiere an der Bad Mergentheim. Und da waren Kutschen drauf, ne? Vielleicht sollte man das dann auch umändern. Hier sind 6 Passagiere. Da sind 6 Passagiere. Ah, da müssen auch voll sein, ja. Ich glaube, wir sollten hier den Zug verlängern. Das macht anders keinen Sinn. Weil die Kutschen, die da ja jetzt schon fahren, die haben ja schon genug Gäste da, ne? Also hier runter würde ich jetzt mal den Zug machen. Machen wir mal so. So. Ein Zweierzug dahin. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das die Enden irgendwie zueinander kriegen.
So, und dann müssen wir von da hier hin. Passt, oder? Machen wir so. Ganz einfach. So, Bahnhof in Friedrichsdorf ist da. Das heißt, wir können die Linie gerade umstrecken. Jetzt müssen wir nur gucken. Achim, Neubrandenburg, Regionalzug. Fahrplan von dem ist schon ganz anders. Naja. Bad Mergentheim. Ja, wir können einfach hinzufügen. Tante Mimi hatte das, glaube ich, geschrieben. Wir machen einfach hinzufügen und können das dann dementsprechend verschieben, wie wir es brauchen, ne? So, jetzt fährt er dahin und dann müssen wir wieder Bad Mergentheim haben. Und das schieben wir auch einfach hoch und alles ist gut. Neubrandenburg, Achim, Bad Mergentheim, Friedrichsdorf, Bad Mergentheim, Achim und dann fährt er wieder nach Neubrandenburg. Jetzt sind die Züge richtig unterwegs da. Aber wir sollten vielleicht nochmal hier in die Linie doch noch reingehen, weil hier steht es irgendwie nicht so drin, die Linie hier, ne? Achim, Neubrandenburg. Ja, das passt jetzt alles nicht, Ah, komm, machen wir. Machen wir richtig hier jetzt Bad Mergentheim, können wir auch da hinschreiben. Wie wir das gehen? Mergentheim. Friedrichsdorf und Neubrandenburg. So ist die Linie dann auch mit allen Orten, glaube ich, drin, ne? Sieht erstmal gut aus. Sollte funktionieren. Und dann müssen die Kutschen da auch wieder runter. Und dann ist die Linie schon ziemlich lang, ne? Und da fährt nur ein Zug. Und der ist mit 33 Passagieren unterwegs. Aber ich glaube, wir müssten ja auch weitere reinmachen. Dann machen wir ausweichen, oder? Komm, dann Linienbau. Irgendwie mag der mich nicht. Machen wir so, ne? So, Signale dahin. Ein Signal dahin. Und das war falsch. So ist richtig. Sollte dann erstmal passen. Das aus-X'en. Dann machen wir hier noch was hin. Aber wo? Ich glaube, wir machen die Ausweiche hier hin. Wieder ein Signal. Passt. Und dann muss hier noch irgendwo was hin. Da ist schon, nee, da ist noch nicht der Bahnhof. Ich glaube, hier machen wir es hin. Machen wir das weg. Machen wir so, wieder ein Signal dahin und da auch eins hin. Passt erstmal. Und dann kann da auch ein weiterer Zug drauf, ne? Den müssen wir dann von hier unten irgendwo holen. Lok, Passagiere und Linie diese und starten. Wartet auf freie Strecke, aber fährt jetzt schon. Sehr gut. Müsste auch gerade irgendwie so gehen, oder? Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ah, er ist schon durch und jetzt mit 42 Passagieren unterwegs. Aber ich denke, das wird werden. Und irgendwann müssen wir da oben noch hindern, ne? Von hier, Friedrichsdorf, biegen wir dann ab, fahren da hoch und dann geht's nach dahin. Ja. Zurzeit erstmal hier sozusagen, aber wir haben unten nur eine Verbindung.
Weiß ich auch noch nicht so genau, wie wir das machen. Ich denke mal, für die Folge soll es erstmal auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Hier können wir bestimmt schon was ausmustern, oder? Und der fährt jetzt leer weg, ne? Ja. Ausmustern, weil ich glaube, die stehen jetzt hier und wollen dann mit dem Zug fahren. Passt. Bis dann.